Gott! Das ist unser Frühstück. Love you. Love you too. Gönnt euch diesen Vibe, Alter. Du machst es noch einmal. Okay, komm, hier. Jetzt mach doch mal, komm, Chip. Hallo. Hi. Mach, komm, auf geht's. Können wir schneiden. Na? Und wie findest du das Hotelzimmer? Oh, meine Schlappen da. Oh! Meine Schlappen darf man ja nicht sehen. Dann denkt man, ich wäre ja schon hier drin gewesen. Kannst du nicht einen weiter zumachen? Nee, ich mach so. Okay. Oh, wenn deine rausschluppt, Alter. Mich. Ja, dich sieht man. Hi. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute frisch aus Paris. Arthur und ich sind heute bis Sonntag in Paris. 4 Tage lang und ich dachte mir, es gibt einen kleinen Paris-Vlog. Wir wollten eigentlich so ein geiles Intro machen, wo er in den Raum kommt, aber ich kann das nicht. Ich kann mich nicht ansehen. Ich kann ihn nicht ansehen. Das geht einfach nicht. Auf jeden Fall sind wir in Paris und wir sind jetzt schon seit ein paar Stunden in diesem Zimmer und haben uns schon so ein bisschen zurechtgefunden. Und ich dachte mir, bevor wir mit dem kompletten Paris-Vlog anfangen, gebe ich euch eine kleine Roomtour. Und deswegen wird der Arthur... Nee, oder soll ich es filmen? Ich filme dich. Du erzählst ein bisschen dazu. Okay, dann musst du ja nochmal vloggen. Du erzählst ein bisschen zu den Räumlichkeiten. Herein. Hi. Uff. Wir starten hier. Wir dachten, Paris... Jeder hat immer gesagt, Paris-Zimmer sind extrem klein. Bin ich fokussiert? Ja. Jeder hat immer gesagt, Paris-Zimmer sind extrem klein, aber das ist einfach so, so groß. Das ist schon allein der Flur und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Streck mal deine Hand so hoch, jetzt mal for real. Diese Alter. Ja, okay, die Wände, ob die jetzt hoch sind oder nicht, ist eigentlich egal, aber ich liebe das. Aber ich habe hier auch richtig, guck mal, man hat hier so viel Platz. Das ist wie so eine kleine Wohnung. Mhm. Und obwohl das eigentlich so als so klein gesagt wurde. Jan-Sophie hat sogar Equipment bekommen. Das ist alles Arthurs Zeug. Also, hier ist das schöne Bad, da hat man die Möglichkeit abzuschließen. Das finde ich auch immer gut, weil manchmal kann man abschließen. Die sind aus Glas dann manchmal, die Türen, gell? Mit einem Ganzkörperspiegel, was ich mega wichtig finde. Aber es ist voll oft nicht in der Chats da oder halt in der Dunkelkammer. Dann kommen wir ins Bad und ich war richtig geschockt, dass es so modern ist und so sauber. Das ist das Bad, ganz casual für ein Pariser Hotel. Ich habe mir nicht so viel vorgestellt. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr begeistert davon. Mit Handtüchern, mit Bademänteln, die cute sind, mit Shampoo und mit all so einem Kram. Bist gleich dunkel? Also du siehst quasi aus wie ein Schatten. Okay, wir haben sogar einen Föhn, wir haben irgendwelche Feuchttücher, wir haben Waschlappen. Was war das? Ach so. Das war die Metro unter uns. Alter, man hört hier so die... Das ist das Einzige, ich weiß nicht, wie das nachts wird. Aber dieses ganze Gebäude wackelt, wenn da eine U-Bahn lang fährt. Also nee, ich glaube, nachts geht das. Da musst du dir einfach vorstellen, dein Bett hat eine Massagefunktion. Das ist wirklich krass. Auf jeden Fall, das ist das Bad. Ich bin... Das habe ich nicht gesehen. Das sieht ein bisschen eklig aus. Da filme ich jetzt auch nicht hin. Nee, alles gut. Auf jeden Fall, das Bad ist sehr cute. Man kann die Fenster öffnen und das ist alles super süß. Ich mag es nicht gern. Wie ist denn das Licht hier? Ja. Ah ja, super. Das ist wie der letzte Vogel. Dann haben wir hier nochmal den Flur mit den kleinen süßen... Weil ganz viele gefragt haben, welchem Hotel wir sind. Ich werde euch den Namen hinschreiben, weil ich kann kein Französisch. Und dann kommen wir ins Zimmer. Und das ist mein persönliches Highlight. Persönliches Highlight, ne? Es ist jetzt schon ein bisschen unordentlich. Ja. Weil wir sind jetzt Andere hier schon zwei Sachen? Was? Eine Sache. Ich habe nicht mal genug Unterhosen dabei. Da muss eine von dir dran glauben. Das ist halt riesig. Und ich habe immer nur auch auf den Seiten, wir haben es per Booking.com gebucht und immer auf den Seiten war, dass die Hotelzimmer so, so klein sind und das stört uns ja nicht. Aber ich habe damit nicht gerechnet. Wir haben sogar wie so einen kleinen Kamin, wir haben Fernseher, wir haben Müll, der getrennt wird sogar, das feiere ich sehr. Dieser Stuck, ich finde das so süß, ich liebe das und auch diese kleinen... Stimmt, hat so ein bisschen BH-Flair, so, gell? Sieht fast so aus wie dein BH.
finde ich. Find ich bisschen. Das ist stumpf und nicht spitze. Ja, genau, aber es sieht ein bisschen so aus wie dein BH. Auch hier dann das ganze hier Gekringelte, auch der Spiegel auch ein bisschen. Ah, du hast schon mal das ganze Wasser leer getrunken? Man könnte denken, Wasser. Dann haben wir hier noch kleine Teetafel und hier haben wir das Fenster. Und hier ist der ganze Pariser Charme und sieht so gut aus. That's the view und das ist so, ich liebe so Fenster, ich finde das so cute. Das ist das ganze Zimmer. Es sieht gerade so dunkel aus, weil jetzt gerade eine Wolke. So hört sich's an, wenn eine U-Bahn, wenn die Metro lang fährt. Ich finde das Zimmer sehr geil, vor allem ist es sehr groß. Sieht echt, und die Betten sind mega bequem, ja, finde ich. Und die sehen mega cute aus und allgemein, ich finde das super schönes Zimmer, ja, deswegen bin ich richtig zufrieden. Und das einzige Problem, was wir haben, ist, dass der Arthur geimpft wurde gestern. Und dass ihm jetzt nicht so gut geht. Mhm. Nicht so, er ist nicht so fit. Wir waren schon was essen. Ich werde es euch jetzt mal einblenden. Uns ist ein kleiner Fail passiert. Wir wollten eigentlich Latte Macchiato bestellen. Ihr könnt selbst sehen, was ankam. Wir sind im ersten Restaurant. Und wir haben einfach... Ich habe extra gegoogelt, was Latte Macchiato mit Haselnuss heißt. Und wir haben einfach absolut... Ich weiß nicht was. Es ist ein Espresso. Und Wasser mit Alkohol bekommen. So. Water? Ich? No. Er? Das schmeckt so widerlich. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier nehmen soll, ganz ehrlich. Oh Gott, oh Gott. Lass es dir schmecken. Und der einzige Plan für heute ist, wir haben uns, also ich habe mir sehr viel notiert, was ich sehen will, wo ich hin will. Wir sind ein bisschen abseits von den ganzen Sehenswürdigkeiten. Wir haben uns nämlich ein Hotel gesucht, was so ein bisschen abseits liegt. Das Einzige, was super teuer war, waren die Metro-Tickets. Damit habe ich nicht gerechnet, dass die so teuer sind. Aber ich dachte irgendwie 50 Euro nur für 3 Tage. Also was heißt, man kann halt wirklich rund um die Uhr hinfahren, wo man will, so oft man will. Und das finde ich geht schon. Und das braucht man hier auch. Das mit dem Auto wäre eine Katastrophe. Ich habe hier noch keinen richtig guten Parkplatz irgendwie gesehen. Und hier sind so viele Menschen und es sieht alles so schön aus. Die Häuser sehen so schön aus. Ich liebe diesen Flair. Und diesen Vibe von Paris mit Auto jetzt schon. Ist übel unnötig. Ja. Auch hier ist überall eine Metro. Ja, du kannst hier so gut mit den Öffentlichen fahren. Es ist super cute, die Geschäfte sind so süß, die Kaffees sind süß, es ist alles ein bisschen teurer. Zumindest alles, was wir bis jetzt gesehen haben, ist auf jeden Fall sehr viel teurer als in Frankfurt und Umgebung. Heute wird es noch ganz langsam ablaufen, weil es dem Auto, wie gesagt, nicht ganz so gut geht. Und morgen wird er auf jeden Fall fitter sein. Da bin ich mir sicher, weil wir auch wissen, dass es an der Impfung liegt. Das heißt, Safety-Impfung. Ja. Das fühlt sich genauso an, wie als ich da das erste Mal geimpft wurde. Ja. Und deswegen machen wir heute langsam. Ich habe mir so ein paar Spots ausgesucht, die ich auf jeden Fall gesehen haben will, abgeklappert haben will, wenn wir jetzt so die Tage Zeit haben. Wir sind ja 2 beziehungsweise 3 volle Tage hier. Der Tag heute, den machen wir so ein bisschen slow und chillen einfach so ein bisschen. Und wir gehen einfach nach Paris in so die Sehenswürdigkeitenregion und werden uns heute Abend was Nices zu Food raussuchen. Vielleicht gehen wir in eine Bar, wenn es Arthur besser geht. Und jetzt werden wir erst noch mal ein bisschen chillen. Und dann fahren wir los. Nie wieder, aber klick mal bitte durch. Das ist so geisteskrank. Mach. Lass mich die Kamera halten, warte. Einfach durchklicken. Geht's dir besser heute? Ja, viel besser. Ich schwitze zwar noch ein bisschen. Ich schwitze aber auch, weil es hier heiß ist. Ja. Es ist the next day, es ist heute Tag 2 und Arthur geht es heute wesentlich besser. Wir haben gestern auch nochmal geredet, was wir machen, wenn es ihm nicht so gut geht, weil gestern hat seine Impfung extrem reingekickt und er war extrem down. Und abends lagen wir hier die ganze Zeit und haben einfach nichts gemacht. Und heute machen wir ein paar specialigere Sachen. Wir haben schon Frühstück ans Bett bekommen und haben im Bett gefrühstückt. Das war sehr geil und haben dabei einen Film geguckt. Ich kann euch den empfehlen, der heißt
Resort, nee, wie heißt der? Resort to Love. Ich habe den geguckt, während ich mich fertig gemacht habe. Ich kann den euch empfehlen. Ich liebe so Liebesfilme. Auf jeden Fall ist es jetzt kurz vor 12 und wir gehen jetzt los. Wir haben uns jetzt angezogen. Ich habe mich fertig gemacht. Ich habe meine Haare gemacht. Ich habe mich geschminkt und wir fahren jetzt mit der Metro zum Lafayette. Das ist, oder wie heißt es? Galerie Lafayette oder de Lafayette oder du Lafayette? Keine Ahnung. Und das ist dieses fette Shopping Center und ich bin sehr gespannt, wie das ist. Ich will mir auf jeden Fall ein paar Sachen kaufen. Ich will nicht zu viel Geld ausgeben. Aber ich habe schon von einigen gehört, dass es extrem geil sein soll und dass man da sehr viel findet und auch sehr viel anderen Stuff als in Deutschland. Deswegen bin ich sehr excited. Das wird heute so ein kleiner Shopping Day, weil es ist ein bisschen bewölkt. Morgen soll es regnen, aber in dem Wetterbericht auf Google steht, dass es nur nachts regnen soll und tagsüber soll es sonnig werden, beziehungsweise ein bisschen sonniger als heute. Deswegen wollen wir morgen so ein paar Sehenswürdigkeiten abklappern und vielleicht ein paar Bilder machen. Und heute bin ich nicht so, ich fühle mich heute nicht so, ich wusste nicht, was ich anziehen soll, weil das Wetter auch nicht mitspielt und ich habe so ein bisschen meine Outfits anders geplant, aber ist nicht schlimm. Und ja, wir gehen jetzt los. Unser Zimmer ist schon ein Mess. Ich glaube, man kann es ganz gut erkennen, weil ich hier die ganze Zeit irgendwie mein Stuff organisiere und einfach gucke, was ich anziehen kann. Ich habe mir zwar sehr viele Outfits mitgenommen, aber trotzdem bin ich ein bisschen lost. Kleines OOTD im Bad ist nämlich so ein Ganzkörperspiegel, aber es ist jetzt ein bisschen blöd, weil das Licht von hinten kommt. Mein Top habe ich von Zara. Ich schwitze auch einfach schon, seht ihr das? Es ist so warm im Zimmer. Mein Hemd ist von ASOS, habe ich euch unter meinem Fashion-Video verlinkt. Meine Hose ist so eine Stoffhose, die gab es noch bei Naked. Ich habe die mir in einer zu großen Größe geholt. Ich glaube in 40. Ich finde, von der Länge geht es noch, obwohl es halt schon sehr lang ist. Aber ich habe die oben vom Schneider ein bisschen enger machen lassen und meine Schuhe sind vieler. Das ist jetzt das Outfit. Und heute Abend will ich vielleicht ein Kleid anziehen mit hohen Schuhen, weil ich will das einfach mal, dieses Feeling haben, in Paris zu sein und hohe Schuhe zu tragen und ein Kleid. That's the vibe I'm going for heute Abend. Und das ist jetzt das Outfit für den Tag. Dieses Schloss hier. Ich krieg diese Tür nicht auf. Ach so, okay, sorry. Digga, du hast mich jetzt schon 5-mal gefragt, nur weil du die Tür nicht aufbekommst. Du bist 20. Fuck. Schatz! Nee, wenn du das machst. Schatz, ich bin auch nicht mehr. Bist du da an der Tür? Ach so. Ja, deswegen funktioniert es ja nicht. Ja, kannst du mal loslassen? Ich will mal probieren. Okay. Ich bin nicht mit der Kamera. Du lässt es auch nicht. Okay, ich lasse es. Ich habe euch ja schon gesagt, vor allem auf Insta, dass ich wahrscheinlich so einen kleinen Paris-Guide machen will für Sachen, die ich euch empfehlen kann. Ich weiß, ich kann nicht alles testen und ich werde so viel nicht gesehen haben, was mir gefallen hätte, weil es einfach eine Riesenstadt ist und wir einfach nicht genug Zeit haben, um alles zu erkunden und alles irgendwie mal so ein bisschen zu experiencen. Deswegen werde ich aber trotzdem euch meine Favorites oder Sachen, die ich wirklich empfehlen kann, alles zusammenschreiben und euch so einen kleinen Guide geben. Das Ding ist, was ich euch jetzt schon sagen kann, Paris ist abnormal teuer. Unter 10 Euro bekommst du kein normales Gericht. Die Burger zum Beispiel kosten hier 17 Euro und sind ganz normal. Mein Baguette hat gestern 11 Euro gekostet. Ich habe es euch auch eingeblendet. Und ich finde, für 11 Euro bekommt man in Deutschland wesentlich mehr. Also es ist just my opinion. Und es sind einfach ganz andere Relationen hier. Aber das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, weil ich damit selbst nicht gerechnet habe. Arthur hat mir gesagt, dass er das wusste. Und ich wusste auch, Paris ist teurer. Aber das ist schon, wenn man das hochrechnet, wenn man hier lange ist, ist es auf jeden Fall mehr, als du zum Beispiel in anderen Ländern ausgeben würdest oder allgemein, wenn du jeden Tag in Deutschland essen gehst. Deswegen ist es eigentlich auch ganz geil, wenn man hier Frühstück im Hotel hat. Unser Frühstück hat zum Beispiel 12 Euro pro Person gekostet und man hat einfach viel, viel mehr bekommen, als du in einem Kaffee bekommst. Und was mir auch aufgefallen ist, es gibt hier kein Latte Macchiato. Ich habe so oft versucht, Latte Macchiato zu bestellen
Und in keinem Restaurant bis jetzt, wir waren zwar nur in dreien, aber in keinem war bis jetzt dieser Latte Macchiato, wie ich mir vorgestellt habe. Deswegen muss ich mir jetzt immer einen Kaffee mit Milch bestellen. Ist ja auch kein Ding. Ich wollte es nur sagen, weil ich davon ausgegangen bin, dass die hier nochmal einen Latte Macchiato haben. Aber they don't have it. Und es ist okay. Schmeckt trotzdem sehr gut. Was mir auch aufgefallen ist, meine Locken sind schon fast wieder weg. Ich weiß nicht warum. Ich habe die vor einer Stunde gelockt bzw. gewellt. Ich habe Haarspray reingemacht, aber irgendwie verlieren die gerade an Struktur. Egal. Wir gehen nachher eh nochmal ins Hotel und dann frische ich das so ein bisschen auf, bevor wir abends nochmal weggehen. Was mir auch aufgefallen ist, die Metro ist super easy. Ich finde, das ist einfacher als in Frankfurt. Ich finde das super einfach strukturiert. Du kannst jederzeit eine Metro nehmen. Es fährt eigentlich rund um die Uhr eine Metro, also auch wirklich jede 2 Minuten. Und egal, welche du mal verpasst, in 2 Minuten kommt die nächste. Und das finde ich mega, mega gut, weil du musst hier einfach, also du bist hier einfach auf die Metro angewiesen. Ich finde auch Auto wäre hier einfach schwierig, weil es nicht viele Parkplätze gibt und man einfach vielleicht mehr sehen will. Und wenn du läufst, bist du einfach viel, viel besser dran. Also das sind schon mal so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Und am Ende werde ich alles nochmal ein bisschen summarizen und euch posten. Jetzt in einem Café, einfach in dem Café Opera oder Opera, I don't know, keine Ahnung. Wir waren gerade shoppen bei Zara und die Maske nimmt mein ganzes Make-up weg, das ist so schlimm. Und man schwitzt hier einfach so krass, vor allem in der Metro. Ich schwitze halt so heftig. Metro ist Feierabend. Ja, und jetzt chillen wir hier gerade, wir haben was gefoodet schon, ich hole mir nochmal was, weil mir das nicht gereicht hat und ich auch alles ausprobieren will. Und ja, oh mein Gott. Das ist so lecker. Oh, ja. Oh mein Gott, probier mal. Es ist so lecker. Das schmeckt so gut. Leute, das ist by the way der Aufzug. Einfach, guck mal jetzt. Hör mal auf. Oh, alles gut, alles gut. Wir hätten uns nur fast gedreht. Schatz, lass es. Guck mal, wie sich das Ding bewegt. Wir sind wieder back im Hotel und wir waren heute finally bei La Dorée. La Dorée? La Dorée? Ich kann es nicht aussprechen. Ich habe Französisch das letzte Mal vor 3 Jahren in der Schule gesprochen. Und wir haben uns Marco rausgeholt, beziehungsweise wollte ich meiner Mama welche mitbringen. Aber ich habe vergessen, dass wir noch 2 Tage hier sind und sich das gar nicht lohnt. Aber ich habe jetzt trotzdem 8 gekauft für 17,80 Euro. Und das ist schon sehr, sehr teuer. Aber ich hoffe einfach, dass sie gut schmecken. Ich mag mehr diese pinken und so bärige Geschmäcker. Deswegen habe ich mir so ganz viele von denen geholt. Und ich wollte den blauen ausprobieren und einmal Passion Fruit. Und jetzt machen wir einen Taste-Test. Willst du einen rosa? Ja, ich weiß noch nicht. Was willst du denn für einen haben? Ich probiere zuerst rosa. Okay, dann ich auch. Okay, dann das. Wollen wir beide einfach erstmal den gleichen beißen? Ja. Willst du zuerst? Wir machen so. Scheiß doch, ob was krümelt. Nee, warte. Nein, nicht so. So. Ach so. Ist mir zu stark. Nee. Mm-mm. Lecker. Ja? Finde ich lecker. Gemeint. Nee? Nee. Vom Geschmack her? Ja, vom Geschmack her. Oder halt. Nee, vom Geschmack her. Von was sonst? Nein. Ich meine, von weil es Raspberry ist oder einfach weil du keine Macarons magst. Mm-mm. Das ist mir zu stark, der Geschmack. Ich probiere den blauen. Achso, ich dachte, wir probieren den. Der blaue. Nicht so lecker. Der wird dir schmecken. Was ist das? Das ist Honig. Zitrone. Können wir nochmal gelb probieren? Ja. Willst du zuerst? Ja.
Also wenn man in Paris ist, muss man Macarons mal probieren. Der schmeckt krass, gell? Mhm. Alter. Oh mein Gott. Ja. Alter, ich hätte mir von denen ganz viele holen wollen. Digga, ich finde die so eklig. Wollen wir nochmal einen Liedern probieren? Ja. Soll ich wieder anfangen? Ja. Alter, das schmeckt wie alt. Der, glaube ich, schmeckt mir gut. Das Heidelbeer. Nee, schmeckt mir auch nicht so. Oh, das ist mein liebster Geschmack ever. Ich habe mir ja letztens die von Aldi geholt und der schmeckt so, aber nur besser. Ich liebe den Geschmack von Beeren. Geil. Die lilanen esse ich alle. Also, wenn du keinen willst. Darf ich den gelben Walter noch essen? Ein bisschen hast du mir übrig. Okay, dann ist es der. Du hast schon nochmal gegessen. Ja, ich schon einmal noch abzuwissen. Warum chillst du in Unterhose? Dann kann ich dich gar nicht filmen. Du kannst mich doch filmen. Du filmst dich doch. Schatz, hör doch auf. Nicht so filmen. Hä? Ich hab doch gerade gesagt. Arthur hat einfach schon mal einen Freund gefunden im Zara. Wir waren im Zara shoppen. Der war so nett. Der war wirklich so nett. Der war so, so nett. Ehrlich. Wirklich, der war richtig nett. Wartet. Der Kollege. Und der ist richtig korrekt. Der hat Arthur einfach im Zara angesprochen. Nee, der hat mich nicht. Der hat ein Foto gemacht von sich in dem Spiegel und ich bin halt so hingegangen und hab so gemacht. Fotobombenmäßig. Ja, und dann kamen wir ein bisschen ins Gespräch, weißt du? Ja, wir waren im berühmt-berüchtigten Café. Wie heißt denn das? Café Opera? 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 Ey, der hat's gepostet? Ja. Was hat er hingeschrieben, Jer? Das Bild war das. Er hat einfach in die Story gemacht, wo Arthur neben ihm saß und dann einfach Peace gezeigt hat. Oh Mann, ist fokussiert. Ey, lass mich mal übersetzen, was der hingeschrieben hat. Warte, was denkst du, steht da? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was stand da? Ich hab nicht. Was heißt in Deutsch? Ich habe den Mietvertrag verbraucht. Missbraucht? Hä? Ich habe den Mietvertrag missbraucht. Das Einzige, was mich so ein bisschen nervt, ist einfach mit der Metro, weil immer wenn ich mich hier, also ich habe mich jetzt zweimal geschminkt und wir sind mit der Metro gefahren und sobald wir in der Metro sitzen, fangen wir an zu schwitzen. Ich weiß nicht, ob sich alle Franzosen oder halt allgemein die Leute, die hier wohnen, daran schon gewöhnt haben an das Klima in der Metro, aber sobald wir in der Metro sitzen, schwitzt mein Rücken, ich schwitze zwischen den Bubis, ich schwitze im Gesicht, meine Stirn schwitzt und vor allem an meine Oberlippe wegen der Maske. Und mein ganzes Make-up verschwindet über den Tag, weil einfach die Maske da drauf ist und das nervt so ein bisschen. Ich glaube, wenn die ganze Maskenpflicht und Masketragerei irgendwann ein Ende hat, ist es besser. Aber es ist ein bisschen ärgerlich, wenn man sich aufseilt, wenn man sich schminkt, wenn man Bilder machen will, also Bilder machen gehen will. Bilder gehen machen will? Hä? Also keep that in mind, falls ihr hinkommt. Die Metro ist super heiß. Ich weiß nicht warum. Also eine, die M9. Das habe ich mir gemerkt. Die ist auch richtig schön klimatisiert und da hat man viel Platz. Und die ist auch nie so voll. Aber die M8, das ist die größte Horror-Metro-U-Bahn. Keine Ahnung, weil es da drin einfach aussieht wie in einem Horrorfilm. Auch diese Lichter flackern und es ist dunkel, so typisch wie aus Filmen. Und da drin habe ich keine Luft bekommen. Und meine ganze Oberlippe war komplett nass. Ich glaube, ich habe doch gar kein Make-up mehr. Und das ist einfach ein bisschen blöd, wenn man irgendwo hinfährt und frisch aussehen will. Und dann kommt man da an und ist komplett durchgeschwitzt, aber na gut, das ist wirklich ein First World Problem, ist mir nur aufgefallen. Und meine Haare verlieren hier auch die ganze Zeit ihre Wellen und Locken und Struktur, weil ich einfach die ganze Zeit so schwitze. Aber egal. Wir haben jetzt 20.42 Uhr, Schuhe sind eingepackt, ein Pulli ist eingepackt, meine Tasche packe ich jetzt und wir gehen jetzt zum Eiffelturm und werden da wahrscheinlich noch was essen. Und ich habe heute zum ersten Mal gefühlt roten Lippenstift drauf. Ich habe den von Yves Saint Laurent benutzt in der Farbe 309 und mir gefällt das Rot sehr, sehr gut. Ich finde, das erinnert mich einfach an Paris. Und jetzt gehen wir los. Ich muss noch ein Pipi machen. Und dann brauchen wir 40 Minuten mit der Metro. Das ist schon sehr lang. Aber egal. Let's go. We are on our way zum Eiffelturm. Oh mein Gott. Nein, ich will mal hier. Warte. Wirklich typisch Touri. Es sieht so schön hier aus. Beautiful, beautiful. Leute, wir laufen und Arthur wird angeschissen. Ich denke, das ist eine Spinne. Ich mach. Und dann ist sie, ich mach. Ich habe kein Taschentuch. Ach nein, Crap. Ist nicht schlimm, Engel. Looks good, steht dir. Ey, sieht aus wie ein Tattoo, gell? Okay. Ja, mach's mit Wasser weg. Ja, natürlich mach ich das mit Wasser. Darf ich mal riechen, aber hau's mir nicht in die Nase. Oh nee, okay, alles gut. Ich muss das nicht riechen.
Das ist aber wirklich, oh, als ob wir hier vorne kein Taschentuch haben. Das ist ja jetzt. Ey, oh mein Gott, ich bin so blöd hier. Ich wusste, dass dieser Betüchter noch immer braucht. Oh mein Gott. Alter, ich werde so viel meine Glück Gats. Haben. Da kriegt man so viel Glück, wenn man von der Taube angeschissen wird. Aber nicht so ein Vogel, aber trotzdem. Wir haben uns jetzt erstmal einen Crepe geholt. Wie kannst du den so festhalten? Er ist so geistkrank heiß. Der ist so heiß, aber ist so geil. Was bon Appetit. Natürlich habe ich ihn schon probiert. Leute, ich habe mir so Blasen gelaufen. Und ich hatte das noch nie. Das ist ja geisterkrank. Hallo. Sie hat einfach meine Socken angehabt schon. Ja. Morgen, Leute. Es ist jetzt 9:30 und wir sind jetzt schon circa eine halbe Stunde wach, zumindest ich. Ich bin ohne Wecker aufgewacht und es hat richtig gut getan. Die Sonne scheint draußen, beziehungsweise es ist nicht so dunkel wie gestern. Frische Luft ist im Zimmer. That's the view. Es sieht so toll aus. Ich könnte hier wirklich noch 2 Wochen bleiben, ohne dass es mich stört. Ich finde es so cool hier. Und jetzt gleich gibt es Frühstück. Es ist jetzt 9:30 und wir kriegen wieder Frühstück ans Bett. Beziehungsweise haben wir das so bestellt. Und ja, dann gucken wir mal, was wir machen. Heute muss ich auf jeden Fall nochmal zu Zara. Wir haben da gestern ja so ein paar Sachen geshoppt. Und die Hälfte meiner Sachen passt leider nicht oder steht mir nicht und gefällt mir einfach nicht. Und ich bin halt immer zu faul, es anzuprobieren, aber nicht ehrlich. Und das Ding ist, ich war noch an der Kasse und der hat gesagt, do you want the receipt? Und ich so, nee. Und dann lag das da aber und ich war so, okay, doch. Und zum Glück habe ich es mitgenommen. Meine Gats haben mir gesagt, nimm den Zettel mit, den Beleg mit, damit du es alles umtauschen kannst, wenn was nicht passt. Und jetzt sind es wirklich 3 Sachen, die ich umtausche. Und ja, jetzt gibt es Frühstück und dann gehen wir los, beziehungsweise dann mache ich mich fertig. Und dann schauen wir uns noch ein bisschen Paris an. Und der Typ von der Rezeption meinte, dass hier direkt die Straße runter ein wunderschöner Park sein soll. Ja, die Straße hoch. Ja, aber das ist doch die Straße. Ah, nee. Der Alte. Breakfast is served. Das ist unser Frühstück. Wir haben Baguette, ganz typisch für Paris. Wir haben Croissant, ich habe normales Erdenschoko-Croissant. Frisch gepressten Orangensaft, Kaffee. Er hat so ein Granola, Honig, Joghurt, Gemisch. Ich habe Obstsalat, ich habe noch Dings und Butter haben wir. Und das ist unser Breakfast. Leute, das Baguette ist einfach noch warm. Wer macht es auch? Diesen Schnuddel nehmen und dann einfach Butter drauf und den so essen. Beste. Meine Mutter nimmt immer meinen Schnuddel. Beste, sagt sie. Gestern. Was? Was haben wir da nochmal gegessen? Den Crepe. Wir laufen so. Oh mein Gott. Wir sind bestimmt an 100 Menschenmengen vorbei. Wir beide ein bisschen tipsy. Wir die ganze Zeit so. Wir haben gar nicht miteinander geredet. Und wir die, ich höre die ganze Zeit an so. Aber voll unterbewusst. Und die ganze Zeit so. Dieser Crepe war so lecker. Was guckst du denn da? Ich weiß, was gestern schön war, als du schlafen warst und nicht mehr geredet hast. Das waren die besten 9 Stunden meines Lebens. Ehrlich, wenn ihr eine Freundin habt oder Freund oder so, keine Ahnung, geht zum Eiffelturm. Ohne Witz. Ist echt schön, oder? Ist echt schön. Und kauft auf jeden Fall nicht diese Weinflaschen dafür 20 Euro. Das haben wir nämlich gemacht. Aber wir haben wirklich gut gemacht. Wir haben ein Bier bekommen. Und ein Rosé. Und noch einen anderen.
Nein. Wir haben welche auf Insta geschrieben, dass sie das für 7 Euro bekommen haben. Man kann verhandeln. Wir haben schon so verhandelt. Ich habe mich gerade fertig geschminkt, ich bin jetzt ready, aber es regnet einfach rein, es schüttet. Kann man das sehen? Ich bin jetzt so ein bisschen lost, weil wir für heute eigentlich alles draußen geplant haben, aber irgendwie spielt das Wetter gerade nicht mit. Ich hoffe, dass es gleich aufhört zu regnen, weil das wäre super schade, wenn der letzte Tag jetzt losgeht, weil ich habe eigentlich wenig Lust, die ganze Zeit im Hotel zu bleiben und hier zu chillen. Ist jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Ich glaube, ich werde jetzt auch nicht meine Haare machen, weil ich weiß, wir sitzen zwar viel in der Metro, das heißt, wir werden sowieso nicht nass und die meisten Sachen sind ja auch überdeckt, aber trotzdem laufen wir ja so ein bisschen durch die Straßen und ich glaube, man wird da automatisch einfach nass, egal wie sehr man sich schützt, weil es einfach auch schüttet und nicht nur nieselt. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob ich es euch gestern schon... Aua. Ich weiß nicht, ob ich es euch gestern schon gezeigt habe. Eigentlich bin ich nicht so ein Fan, meine Füße einzublenden, aber ich glaube, ich habe es schon eingeblendet. Ich habe mir solche fetten Blasen gerieben. Ich habe meine Schuhe angehabt ohne Socken und ich wusste nicht, dass ich solche Blasen bekommen werde. Mir war klar, dass es vielleicht mal so ein bisschen rutscht, aber das war einfach wirklich sehr naiv von mir, weil wir halt so viel hier laufen. Und ich habe so fette Blasen an den Füßen, hinten, vorne, überall. Und ich brauche unbedingt Blasenpflaster. Hier gibt es aber überall Pharmazie, also Apotheken und sowas. Deswegen sollte das kein Problem sein. Aber ich kann in keinen Schuhen richtig mehr laufen. Mit Socken geht's, aber ich muss das so ein bisschen puffen. Und es war einfach, es war so dumm, weil ich habe mir extra die Sneaker habe ich angezogen, damit ich halt lange laufen kann. Und damit ich die hohen Schuhe mitnehme und schnell wechseln kann, wollte ich einfach direkt keine Socken haben, damit ich die einfach schnell auf einer Bank oder so wechseln kann und nicht noch Socken ausziehen muss und wieder anziehen muss und dann hat man vielleicht Steinchen unter den Füßen. Es war so dumm. Ich hätte easy die Socken ausziehen können, es hätte 2 Sekunden gedauert. Aber es war mein naives Denken. Ich wollte mich beeilen können und jetzt habe ich die Quittung dafür bekommen. Egal. Und weil ich jetzt gerade hier so ein bisschen Zeit habe, euch mal so ein bisschen was zu erzählen zu Paris, erzähle ich euch jetzt mal von unserem größten Fail ever. Und wir haben ungefähr beide um die 50 Euro einfach in den Sand gelegt, gesetzt, I don't know, ins aus dem Fenster geschmissen, weil wir einfach absolut überfordert waren mit dieser Ticketmaschine. Und falls ihr demnächst nach Paris geht, weil mir super viele auf Insta geschrieben haben, dass sie das auch vorhaben und dass ich euch unbedingt ein paar Sachen empfehlen soll und erzählen soll, erzähle ich euch jetzt hier unseren Fail, damit euch das nicht passiert. Wir sind auf dieses Ticket-Ding gegangen und wir haben ausgesucht, dass wir eine Person sind, 3 Tage. Und normalerweise suchst du aus, dass du eine Person bist, die 3 Tage lang, bei uns halt 3 Tage lang oder halt 4. Wir müssen uns wahrscheinlich morgen noch eins ziehen, weil wir es vergessen haben, dass wir ja noch Sonntag hier sind und auch noch fahren müssen. Dann suchst du dir die Tage aus, wie lange du hier bist, auf Paris Visitors und dann suchst du die Zonen aus, durch welche du fahren willst. Und Paris ist eingeteilt in Zonen und eigentlich ist der Normalfall, dass ihr nur Zone 1 bis 3 braucht. Und falls ihr extrem nah an den Sehenswürdigkeiten seid, dann könnt ihr auch eigentlich nur 1 bis 2 wählen. Dann wird es halt immer günstiger, weil ihr halt nicht so einen Umkreis habt. Und wir haben halt 1 bis 3 genommen, weil unser Hotel relativ weit weg von den Sehenswürdigkeiten ist. Und ich glaube, wir sind momentan in Zone 3. Ich check das aber nicht ganz. Und dann haben wir uns, wir wollten uns helfen lassen und dann kam so ein Dude und war so voll hilfsbereit, aber es war ein Franzose und der war halt richtig random, der war so dunkel angezogen und der hatte nicht so eine Servicekleidung, wie die Leute haben, die da wirklich helfen. Und der hat auch schon anderen vor uns geholfen und wir waren so, okay, dann fragen wir den einfach und dann kam der mir immer näher und ich war schon so, okay, what the fuck is going on? Und wir wissen ja, dass hier sehr viel mit so Taschendieben und Leute, die einen abrippen und sowas, das ist einfach hier normales. Ist halt auch eine Großstadt und so, keine Ahnung. Der kam mir dann immer näher und dann kam auf einmal eine Frau angerannt, die wirklich von dem Service war, die hatte so eine grüne Weste an und sagt so, what did he say? Und wir waren so, what the fuck? Und er ist weggesprintet, als diese Frau kam. Er ist literally vor mir weggerannt und sie war dann so, dass der einen abrippen wollte und ich war so, Alter. Ich hatte zwar alles safe und ich hatte meine Tasche sehr, sehr nah an mir, aber der kam mir auch immer näher. Ich weiß nicht, ob er vorhatte, die wegzuziehen oder reinzugreifen, während ich es nicht gemerkt hätte.
Es war ein bisschen creepy, weil wenn man so drüber nachdenkt, wer die nicht gekommen hätte, der mich vielleicht abgerippt und ich hätte das eine Stunde später gemerkt. Ihr müsst da wirklich aufpassen, wenn ihr in Paris seid. Haltet vor allem an den Bahnhöfen, an der Metro und gerade auch am Hauptbahnhof und sowas. Haltet eure Tasche nah an euch, eure Wertsachen am besten ganz unten in der Tasche haben oder wirklich am Körper tragen. Das ist wirklich hier das A und das O. Aber natürlich gibt es überall auf der Welt Diebe und keine Ahnung. Also ich will jetzt nicht Paris schlecht reden. Ich liebe Paris jetzt schon und ich bin verliebt in diese Stadt. Aber nur als kleinen Hinweis, wirklich haltet eure Sachen nah bei euch und passt ein bisschen auf euch und eure Sachen auf. Aber jetzt zu der eigentlichen Story mit diesen Metroautomaten. Wir wollten es dann auswählen, die Frau hat uns auch geholfen, aber es war halt super stressig, weil hinter uns eine riesen Schlange war und es war so laut und wir wussten nicht genau, was wir auswählen sollten. Und im Endeffekt haben wir es dann so gemacht, dass wir Zone 1 bis 3 gewählt haben für 3 Tage für 3 Personen. Und das hat jeder von uns gemacht. Das heißt, wir haben das Dreifache bezahlt, als dass wir hätten zahlen sollen. War das jetzt Deutsch? I don't know. Aber wir haben auf jeden Fall das Dreifache gezahlt von dem, was wir eigentlich hätten zahlen müssen. Und jetzt kam das, was uns noch mehr geärgert hat. Wir sind zu dem Typen hingegangen und einer konnte wirklich gut Englisch und hat uns das erklären können. Hat uns dann irgendwie so eine Technik erklärt, wie wir das irgendwie handeln können, dass wir noch ein bisschen daran sparen. Aber er konnte uns die nicht komplett zurücknehmen und uns das Geld geben, weil wir keinen Beleg hatten. Das ist aber nicht, weil wir keinen Beleg wollten, sondern wir wollten einen ausdrucken, aber dieser Automat hat keinen Beleg gedruckt. Das heißt, wir mussten einfach in den sauren Apfel beißen und hatten einfach, weil der Automat keine Belege gedruckt hat, weil genau dieser Automat anscheinend irgendwie defekt dafür war, kein Beleg. Das heißt, wir konnten die Tickets nicht zurückgeben. Das heißt, wir haben über 50 Euro einfach aus dem Fenster geworfen. Und es ärgert mich einfach so ein bisschen, aber egal, ist nicht schlimm. Das ist der einzige Fall, der hier passiert ist und irgendwas musste passieren, das war klar, deswegen. Es ist okay, wenn man sich darüber zu sehr ärgert, dann bringt es sowieso nichts. Ich will euch nur warnen, lest euch das gut durch und guckt einfach, dass ihr immer einen Beleg habt. Das ist einfach das Beste, was ihr machen könnt. Immer den Kassenzettel mitnehmen, die Receipts, einfach um safe zu gehen, falls irgendwas ist. Und ja, mal sehen, was wir heute machen. Ich will auf jeden Fall zu dieser einen bekannten Straße, ich kann die euch mal zeigen. Da soll es auch richtig cool sein für Pics. Ich kann kein Französisch, Leute, aber ich meine diese Straße hier. Und die ist relativ nah am Eiffelturm. Und am, hallo, und am Triumphbogen. Und ich glaube, das wird heute unsere Destination. Das heißt, wir werden hier hinfahren, dann werden wir die mal langlaufen, dann gehen wir mal zum Triumphbogen. Und heute Abend gehen wir als finales Essen was Leckeres fooden. Und ich wollte eigentlich noch in den Park bei uns in der Nähe, aber es regnet gerade. Das heißt, vielleicht machen wir das morgen, bevor wir fahren. Wir fahren um 15 Uhr nach Hause. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also ich muss wirklich sagen, hit me up if you want to go with me to Paris again. Weil ich bin super verliebt in die Stadt. Du darfst doch nicht so laut in mein Ohr lachen. Entschuldigung. Warte. Okay, warte mal. Das ist kitzelt. Baby, lock the door and turn the lights down low. This kid's dead. Baby, lock the door and turn the lights down low. Go, go, go. Alter. Wie unsatisfying, dass du nicht das alles genommen hast. Oh mein Gott. Wie schmeckt es? Anders. So, wir fahren jetzt mit den Rollern, weil meine Füße tun so weh. Ich habe so fette Blasen. Gönnt euch diesen Vibe, Alter. Kleinster Aufzug der Welt. Wow, amazing. Amazing.